Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Wir haben jetzt hier irgendwie die Aufgabe bekommen, Jack Cole verhaften zu lassen. Und dann würde ich sagen, dann fahren wir doch erstmal zu Scotland Yard. Aber ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Ich bin ein doofer, doofer, dummer Mensch. Sehr, sehr dumm. Sehr dumm. Ich bin der dümmste Mensch, den ich kenne. Nee, das stimmt so nicht. Ich kenne Dummer. So, fortfahren. Dann gehen wir mal zu Lestrade und vielleicht erklärt er mir ja dann. Mr. Holmes. Holmes. So, wir gehen zu Lestrade. Wer sitzt denn da? Kann ich rein? Ist hier irgendjemand gefangen? Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Befragungszimmer, da will ich nicht rein. Wir wollen zu Lestrade. Wo wohnt der noch? Morg. Wohnt der hier? Ah ja. Mr. Holmes, Sie leben noch. Hast du die Bombe geschickt, oder was? Das erfreut Sie nicht besonders. Ah, da täuschen Sie sich aber. Jack Cole festnehmen, oder? Nicht. Ich würde Sie bitten, Jack Cole festzunehmen, wegen versuchten Mordes an mir. In Ordnung, Mr. Holmes, wir werden das sofort erledigen. Einige Zeit später. Inspektor, der Verdächtige wurde festgenommen. Bitte sehr, er gehört Ihnen. Nichts zu danken, Holmes. Okay, das ging schnell. Was kann ich für Sie tun, Holmes? Weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich erstmal den Jack Cole befragen. Ich muss wahrscheinlich hier in den Interrogation-Raum. Nö, da ist er nicht. Wo ist er denn? Ah, hier. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Jack, der Hammer Cole. Lang ist's her. Warum bin ich hier? Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Sie werden des versuchten Mordes an mir verdächtigt. Blödsinn. Wie früher, was? Sie verhaften mich, haben aber nichts gegen mich in der Hand. Nichts? Wie wäre es mit Rache für das, was wegen mir und Ihrer Bande passiert ist? Oder mit Ihrem Bruder? Reden Sie ja nicht von meinem Bruder. Okay, erstmal gucken wir ihn uns an. So, Narbenkampf. Ganz schön viele Narben. Dicke Kette, teuer. Okay, er scheint also Geld zu haben. Tätowierung, Banditentätowierung. Ring mit Hammersymbol, selbstverliebt oder Freimaurerring? Selbstverliebt, ich weiß es nicht. Knöchelverletzung, Boxtraining war im Faustkampf verwickelt. Ich nehme mal das, was da so unscharf immer steht. Ob das richtig ist? Scheinbar. Okay, Jack Cole ist der Anführer der Westminster-Bande und Besitzer einer illegalen Spielhölle. Seine wertvollen Gegenstände legen den Schluss nahe, dass er ein wohlhabender Mann ist. Sein Leben ist von Kämpfen geprägt. Der Hammer ist ein ausgebildeter Boxer. Jack Cole ist ein stolzer Mann, der gern damit angibt, der Hammer zu sein. Was Ihrem Bruder widerfuhr, war ein bedauerlicher Unfall. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist wohl kaum meine Schuld. Was? Sie Bastard! Sie sind dafür verantwortlich, dass er ein Krüppel ist. Er war unschuldig. Ein Unfall also? Ha! Ich kann es kaum erwarten, dass Sie mal einen Unfall erleiden. Quod erat, Demonstrando. Wollte gerade sagen. Das ist alles? Wenn ich Sie umbringen wollte, wären Sie schon längst tot. Okay. Wissen Sie, was in der Baker Street passiert ist? Weiß ich. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Wo waren Sie zu der Zeit? In meiner Kneipe. Die ganze Nacht. Klar. Ich war in Ihrer Kneipe und sah einen Mann mit Hasenscharte, der sich mit Ihnen treffen wollte. Was wollte er? Was er wollte? Er ist ein Stammgast, das ist alles. Und was ist mit dem Koffer, den Ihr Stammgast Ihnen gebracht hat? Von welchem Koffer faseln Sie? Yes. Na, dem voller gestohlenem Silberbesteck, den ich in Ihrem Geheimraum gefunden habe. Was? Wie? Sie waren im Geheimraum? Das ist nicht gestohlen. Ich kaufe und verkaufe oft verschiedene Sachen. Das ist alles ganz legal. Hm. Klar doch. Ganz bestimmt. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal neue Sachen, neue Dinge rausfinden. Das passt nicht zusammen. Okay.
Jackcodes Schuldzuweisung und das mit dem Bruder. Jack, der Hammerkult, ist ein starkes Motiv, sie zu töten. Er will sich für die schwere Verletzung an ihn rächen. Ja, glaube ich schon. Das glaube ich, dass der das will. Selbstgebaute Bombe. Okay, mehr haben wir nicht. Dann müssen wir erstmal, fahren wir jetzt mal in dieses Pfandhaus, würde ich sagen. Ach so, warte mal. Vorher kann ich noch, genau, seine Sachen untersuchen. Wo waren die denn? Nicht in der Morgue? Die waren, glaube ich, hier, ne? Genau, Evidence Room. Gucken, was er für persönliche Sachen dabei hatte. Ein Schlagring. Sehr schön. Wie einfallsreich für einen Schläger. Total. Was haben wir hier? Zigarettenetui? Ja. Recht teure Zigaretten. Okay. Jack Cole befragen abgeschlossen. Ach was. Ich dachte, ich finde jetzt noch mehr Sachen raus und kann sie dann nochmal befragen. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zu Lambeth Street, zu diesem Pfandleihhaus. Und da in der Nähe, mein Sherlock, ja, wohnt der Hasenschartenmann. Das ist ja ein Superheldenname, Hasenschartenmann. Wir haben uns übrigens immer noch nicht umgezogen. Wir laufen immer noch als Bandit rum. Space-Bild ansehen. Vom Bild. Unser Verdächtiger mit seiner Familie vor ihrem Wohnhaus. Ah, okay. Das ist so eine Tür mit so einer Lampe drüber. Also nach hinten wahrscheinlich nicht. So eine Tür, aber mit einer Lampe drüber. Ah, das ist der Pornshop. Guck mal einer an. Kann ich hier schon reingehen? Nee, der interessiert mich. Da ist auch so eine Tür, aber da ist auch keine Lampe drüber. Gucken wir mal in so ein Hintergässchen hier. Prost. Nee, hier ist gar nichts. Wir brauchen also so eine... Hier, da ist es doch. Da ist es doch. Also, wir klopfen auch gar nicht an, wir gehen direkt rein. Okay. Guten Tag, Madam. Guten Tag, Sir. Erstmal gucken wir sie uns ganz genau an. Sie hat eine Haube. Nein. Sie hat eine Brille. Schlechte Augen? Nein, die ist alt. Die hat bestimmt schlechte Augen. Da steht auch schlechte Augen. Deswegen nehme ich schlechte Augen. Das ist eine Teekanne. Eine Bibel. Buch. Bibel. Was wir alles sehen hier. Bild. Schafhirte. Religiöses Bild. Ein religiöses Bild. Steht auch da. Kreuz. Protestantin. Analyse bestätigen. Yes. So. Jeremiahs Mutter ist eine religiöse Frau mittleren Alters. Woher wissen wir denn, dass der Jeremiah heißt? Sie lebt recht zurückgezogen und geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befinden sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Ich möchte zu ihrem Sohn. Jeremiah? Er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Nein. Mit Fremden will sie nicht reden. Mit Fremden will sie nicht reden. Okay, mit Fremden will sie nicht reden. Das heißt, kann ich mich irgendwo hier durchs Nachbarhaus reinschleichen oder so? Ich arbeite und kann nicht an die Tür. Ja, ja. Achso, da kann ich nur wieder zurück. Ach, verkleiden sie sich. Ah. Dann war das, ist das echt das Problem, dass wir als Bandit dahin gegangen sind, ja? Okay. Aber als was ver... Okay, die ist kurzsichtig. Das heißt, haben wir einen Hasenschartenbart, den wir anlegen können oder so? Ich weiß doch nicht mehr, wie der Jeremiah aussah. Und irre ich mich oder war das ein Fehler, dass wir schon, dass in dem Buch stand, dass es Jeremiahs Mutter ist und sie erst danach den Namen... Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass wir vorher irgendwann schon mal den Namen von dem Kerl gehört haben. Ich meine, ich kann mich auch irren, aber ich glaube, dem war so. So, dann müssen wir uns umziehen. Ich muss niesen. So, nur einer, das ist sehr schön. So, als was verkleiden wir uns denn? Nicht als Bandit, nein.
Als Seelsorger. Sportkleidung, aufgeknöpft, Bauernkleidung, dunkler Anzug, brauner Anzug, grüner Anzug, grauer Anzug, heller Anzug, Freizeitanzug, Mantel, Seemann, Morgen. Vielleicht als Seelsorger. Wir sind getarnt, ja, okay. Ich muss mal husten. So, ich hab's rausgeschnitten. Tragen Seelsorger Mützen? Ich glaube nicht. Was passt denn? Das passt. Vielleicht machen wir keinen Bart. Und keine Brille. Schwach getarnt. Na gut. Ist das jetzt gut so? Ich weiß ja nicht, als was ich mich tarnen soll. Wiggins kann ihnen dabei helfen, den Exorzismus durchzuführen? Was? Er treibt sich immer in der Baker Street in der Nähe ihrer Wohnung rum. Was für ein Exorzismus? Er treibt sich in der Baker Street in der Nähe ihrer Wohnung rum. Aber dann passt ja, dass wir als Seelsorger gekleidet sind. Das Spiel hat begonnen. Kein Wort. Ziehen Sie sich an und kommen Sie. Was? Bleiben Sie hier. Nicht bewegen. Okay. Er treibt sich immer in der Nähe meiner Wohnung rum. Dann gucken wir nochmal, ob wir Wiggins finden. Wieso steht denn da was von Exorzismus? Habe ich wieder irgendwas nicht gecheckt? Wiggins, da steht er. Wiggins, Exorzismus. Protokoll 2.5, Lambeth Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Okay, wir fahren da jetzt auch hin. Wieso Exorzismus? Ist die vom Teufel besessen? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich verstehe nichts, Guy. Warum Exorzismus? Wir sind bereit. Wofür denn? Wir sind bereit. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich nochmal das Haus wieder... Ach, warte. Ach, das Haus ist ja hier. Wir sind ja gleich hier gelandet. Die Tür ist abgeschlossen. Aber das Fenster ist offen. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit von Jeremiahs Mutter wecken. Nicht mit der Leiter. Wir sind bereit. Der sagt nur, wir sind bereit. Ach so. Ach so, oh, okay. Höher kann ich nicht. Dann so. Ah, okay. Wahrscheinlich treffe ich jetzt am Kopf und sie ist tot. Das war zu hoch. Kleiner Bengel! Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Zürne nicht, dass du nicht auch übel tust. Vielen Dank, Vater. Sie sind so nett. Diese Bengel machen immer Ärger. Aber wo bleiben nur meine Manieren? Kann ich Ihnen zum Dank eine Tasse Tee anbieten? Ich weiß nicht. Gott segne Sie, Schwester. Ich heiße Margaret Thorne. Es ist eine Ehre, dass Gott Sie geschickt hat. Sie wirken traurig, Schwester. Etwa wegen diesen Kindern da? Oh nein. Wegen meinem Sohn, Jeremiah. Ich fürchte, er macht schlimme Dinge. Wie schlimm? Ich weiß nicht. Er ist so nervös geworden und wütend und grob. Dabei war er früher so ein lieber Junge. Mittlerweile verbringt er gar keine Zeit mehr mit uns. Nicht mal mit Janet, seiner jüngeren Schwester. Er verkriecht sich immer in seinem Zimmer, schließt die Tür ab und öffnet sie für niemanden. Und wo ist Ihr Sohn? Ich weiß nicht. Er ist gestern Nacht nicht heimgekommen. Ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht ist er ja wegen seiner Arbeit weggeblieben. Wo arbeitet er? Ich weiß nicht, ob er überhaupt arbeitet, Vater. Wenn ich ihn danach frage, wird er wütend und sagt nichts. Vielleicht haben seine Freunde einen schlechten Einfluss auf ihn. Keine Ahnung. Er redet nie von seinen Freunden. Ich fürchte, mein Junge könnte vom Leibhaftigen besessen sein. Der Junge hat sich so sehr verändert. Er erzählt mir nichts mehr, regt sich immerzu auf und schreit mich an. Ich bin einfach ratlos. Grämen Sie sich nicht, Schwester. Sie haben gut daran getan zu beichten.
Ich kann das Böse in diesem Haus wahrlich spüren. Oh Gott! Gestatten Sie mir, hier nach dem Dämon zu suchen. Gott segne Sie, Vater. Ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich selber drauf gekommen bin, mich als Seelsorger zu verkleiden. Wenn ich das so sage, jetzt rennen wir mit dem Kreuz rum. Was? Regal und Bücher, versessenes Holz und Blatt, vertreibt eure Worte. Geil. Ja! Warte. Ist das lustig? Feuer und Flammen! Zum Kochen seid ihr! Und nicht für böse Dämonen! In Fahrer, dass ihr Liebe seid! Wie geil! Ja, das, Entschuldigung. Kann ich hier noch irgendwo rein oder so? Kann ich sonst noch was tun? Vater, es ist ein Dämon. Ja. Ah, hier, Fenster. Fenster! Fensterrahmen! Ich bin Exorzismus 2.5. Wie Sie sehen, hat sich der Dämon in Jeremiahs Zimmer eingenistet. Ich sollte da alleine reingehen. Gott helfe uns. Schwester, warten Sie draußen. Das wird ein harter Kampf werden. Oh Gott, ich mache, was Sie sagen. Ist das doof, aber so lustig. Ein Weg finden. Also, kann ich natürlich zumachen? Nee. Hat er vor, aus London zu fliehen? Was haben wir da? Mit so einer Spule kann man eine Bombe bauen. Ah ja, die haben wir doch gesehen. Das ist wohl Janet, Jeremiahs Schwester. Das ist ein Bauplan für eine Bombe. Interessant. Das alles reicht, um Jeremiah hinter Gitter zu bringen. Ja, und dieser Mülleimer ist auch interessant. Denn da ist ein Puzzle drin. Offenbar wurde dieser Brief im Zorn zerrissen. Ich sollte die Schnipsel zusammensetzen, um den Text lesen zu können. Das sollten wir in der Tat tun. Der Pfeil. Hey Jeremiah, warte. Ich muss das mal gerade... Nee, hey Jeremiah leben, nee, das macht keinen Sinn. Hey Jeremiah... Ach, der ist so schmal, okay. Hey Jeremiah... Ist da noch eins dazwischen? Oh, da ist noch eins da drüben. Das soll natürlich nicht sein. Typen, Welt, Leben. Ja, das passt. Das passt da. Und das passt da. Das scheint ein Drohbrief an Jeremiah zu sein. Von jemandem, der sich der Pfeil nennt. Kann ich das noch lesen, bitte? Ah ja. Hey Jeremiah, ich will dich nur daran erinnern, dass wir in einer schlechten und gnadenlosen Welt leben. Vor allem für Typen, die ihre Versprechen nicht halten. Am Ende wäre es doch sehr schade, wenn jemand, der dir viel bedeutet, wie etwa deine Schwester, in einem Freudenhaus landet. Der Pfeil. Der Pfeil. Er stand 1888 im Mittelpunkt eines berüchtigten Falls. Das war's. Der Dämon ist gebannt. Oh, vielen Dank, gesegneter Vater. Beten Sie jetzt für Jeremiahs Seele, Schwester. Auf Wiedersehen. Meine Ohren Gott leuchten. Gott sei gesegnet. Wiedersehen. Einfach so eine alte Frau verarscht. Ganz schön gemein. Okay, schauen wir uns mal kurz die Herleitung an.
Selbstgebaute Bombe und Bauteile, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Die Bombe wurde, die Bombe, die hier wurde von Jeremiah gebaut, da bin ich mir aber fast sicher. So. Percy Flemings Drohung und der Pfeil drohte Jeremiah mit seiner Schwester ins Bordell zu schicken. Deswegen hat er die Bombe geworfen. Deswegen war er in der Kneipe. Nein, war er nicht. Aber der Bombenwerfer war in der Kneipe. Aha. Eine Person. Jeremiah ist der Mann, den sie in der Kneipe gesehen haben, sowie auch derjenige, der die Bombe in ihre Wohnung geworfen hat. Da bin ich mir ja fast sicher, dass das so stimmt. Was haben wir da? Weitere Planung. Jeremiah hat Jack der Hammer Cole besucht, um den Bombenanschlag auf sie und den nächsten Schritt des Plans zu besprechen. Oder gestohlene Gegenstände. Jeremiah hat Jack der Hammer Cole nur besucht, um ihn einen Koffer voller gestohlener Gegenstände zu bringen. Vermutlich wollte er die Beute verkaufen. Er hat ja diesen Koffer dagelassen. Er kam mit dem Koffer und ist ja ohne Koffer wieder gegangen. Und der Koffer war voller Wertgegenstände. Okay. Sonst haben wir keine Hinweise. Nein, sonst haben wir keine Hinweise. Gut, wie sehen denn die nächsten Ziele aus hier? Immer noch herausfinden, wer der Mörder ist. Okay. Der Pfeil. Na gut, da werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wie wir den Pfeil irgendwie finden oder was wir mit dem anstellen können. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Macht's gut. Tschüsschen!